So, liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt seid ihr drin. Manette von Droste-Hülshoff-Gymnasium. Das hier ist das Forum. Hier startet der Tag für jeden Schüler und für jede Schülerin und natürlich auch für die Lehrer, die es hier an dieser Schule gibt. Vom Forum ab geht direkt die Aula. Die werdet ihr in diesem Video auch kennenlernen. Wir versuchen mit unserem Video euch zu zeigen, was unsere Schule alles zu bieten hat, was ihr alles erleben könnt. Das sind zum Beispiel die naturwissenschaftlichen Fächer wie Biologie, Chemie oder Physik. Dann haben wir die Sprachen. Viele Schülerinnen und Schüler stellen sich in dem Video vor und sprechen in der Sprache, die sie gerade lernen. Und wir haben den Bereich der Gesellschaftswissenschaften. Das ist zum Beispiel das Fach Geschichte, was ich vorstellen möchte. Jetzt sind wir im Verwaltungstrakt. Das klingt ein bisschen theoretisch, ist aber ein ganz wichtiger Ort. Hier haben die Sekretärinnen ihr Büro, dort lagern zum Beispiel die Klassenbücher und immer, wenn ihr irgendein Problem habt, könnt ihr dort klopfen und nachfragen und es wird euch geholfen. Das Lehrerzimmer befindet sich auch in diesem Flur und jetzt kommen wir gleich vorbei an dem Büro von Frau Kettelhoyt. Das ist unsere Schulleiterin, die sich auch in diesem Video bei euch vorstellen möchte. Und mein Büro findet ihr hier auch, das ist der Raum 118. Und immer, wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder irgendwo nicht zurechtkommt, zum Beispiel mit dem Vertretungsplan, könnt ihr an eine dieser Türen klopfen und es wird euch geholfen. Ich wünsche euch viel Freude bei dem Video und einen guten Entscheidungsprozess und hoffentlich sehen wir uns im Sommer am Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium. Ja, also ich freue mich erstmal sehr, dass ihr hier seid. Hallo, herzlich willkommen. Und ja, zu welchen Anlässen kommen Kinder hierhin? Das ist eine gute Frage. Eigentlich nur bei schönen Anlässen. Zum Beispiel, wenn Mitschülerinnen, Mitschüler von euch Preise gewonnen haben, zum Beispiel mal der Mathe-Olympiade oder so etwas, oder Känguru-Wettbewerb kennt ihr vielleicht auch, dann kommen die hier zu mir ins Büro und wir sprechen darüber, die bekommen den Preis verliehen. Also eigentlich ganz schöne Anlässe. Ja, mir fällt auch noch ein, dass die Fünftklässler regelmäßig auch zu mir kommen, wenn sie in den ersten Wochen hier sind. Und die führen dann oft ein Interview mit mir. Also fragen mich, warum ich Schulleiterin geworden bin, wie lange ich schon hier bin und ja, fragen mich, was sie sonst so wissen wollen und erstellen dann ein Interview, was sie dann in der Klasse auch vorstellen. Ja, das stimmt natürlich. Es kommen ja jedes Jahr über 100 neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler zu uns und dafür nutzen wir dann unsere schöne Aula, die ich euch auch gerne zeige. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt sind wir also hier in der Aula und ich muss sagen, wir sind auch ein bisschen stolz auf unsere Aula. Dementsprechend begrüßen wir hier auch gerne, einmal am Tag der offenen Tür, der ja leider nicht stattfinden kann, oder auch zur Einschulung. Und dann ist es hier natürlich ganz voll, jetzt ist es hier leer. Wenn es dann voll ist, ist es auch eine besondere Atmosphäre und wir haben dann auch immer ein kleines Programm. Im letzten Jahr hat zum Beispiel dann die Samba AG auch die neuen Schülerinnen und Schüler begrüßt. Und die Samba AG lernt ihr ja auch in diesem Film noch kennen bei einer Probe. Außerdem finden viele Konzerte hier statt, zum Beispiel auch das Weihnachtskonzert. Und bei diesem Weihnachtskonzert engagieren sich besonders die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler. Die machen dann Vorführungen mit der ganzen Klasse, singen ein Lied oder spielen mit dem Xylophon oder führen ein kleines Theaterstück auf. Das ist also auch immer besonders schön. Mein Name ist Michael Leitert. Ich bin Lehrer für Biologie und Chemie und koordiniere hier am Annette-Gymnasium den Bereich Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften. Ich sorge dafür, dass dieser Bereich halt eben funktioniert. Das heißt halt eben, dass unsere Angebote, die wir Schülerinnen und Schülern machen, stattfinden und dass die in einem größeren Kontext halt eben angebunden. Naja, also als Schule haben wir mehrere Schwerpunkte. Einer dieser Schwerpunkte ist halt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Dafür stehen halt diese Buchstaben. Wir sind eine zertifizierte MINT-EC. Das heißt, eine Schule, die halt eben innerhalb dieses MINT-ECs auch ganz, ganz viel zu bieten hat und
Man sieht das zum Beispiel, wenn man auf die Homepage schaut, an der Vielfalt an Wettbewerben und an der Vielfalt an Formaten, die hier angeboten werden. Und das Kollegium trägt das halt komplett mit. Das kann keiner alleine und das ist auch nicht leistbar für mich, jetzt hier sozusagen Mr. Min zu sein, sondern diese Schule lebt halt eben diesen Gedanken. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen finde ich beeindruckend, wie sehr die Schule halt eben vernetzt ist mit dem ICBF, das heißt im Bereich individuelle Förderung einen Schwerpunkt setzt und dann halt eben auch vernetzt ist mit Unternehmen wie zum Beispiel den Stadtwerken oder halt eben der WWU. So dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass man im Bereich MINT hier sich voll und ganz ausleben kann und das finde ich toll. So, hallo, auch wir Klassenlehrer der Erprobungsstufe heißen euch ganz herzlich hier am Manette-Gymnasium willkommen. Es wird so sein, dass ihr hier bei uns jeweils zwei Klassenlehrer oder Klassenlehrerinnen haben werdet. Das heißt, wir arbeiten als Team und das Schöne ist, dass wir zu Beginn einen besonderen Stundenplan haben werden. Das heißt, ihr werdet ganz viele Stunden bei euren neuen Klassenlehrern haben. Und die Zeit werden wir nutzen, damit ihr hier das Schulgebäude ein wenig kennenlernt, damit wir uns gegenseitig vor allem auch kennenlernen, weil ihr ja aus ganz unterschiedlichen Schulen zu uns kommt. Und dabei werden wir unterstützt durch die Paten, das sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, die sich auch schon darauf freuen, euch hier ganz viel zu zeigen und mit euch gemeinsam diese erste Zeit hier am Manette zu erleben. Das heißt, insbesondere die ersten Wochen stehen ganz im Zeichen des Kennenlernens und des Ankommens. Unter dem Zeichen steht auch letztendlich unsere Klassenfahrt, die erste, die wir schon vor den Herbstferien nach Damme machen werden und auch da nutzen wir die Zeit, um uns einfach so als Klassengemeinschaft noch weiter finden zu können. Ja, wir freuen uns alle schon auf euch. Macht's gut! Hallo, mein Name ist Wolfhard Beck. Ich unterrichte hier an unserer Schule die Fächer Geschichte und Philosophie. Und worum es in Geschichte geht, das will ich ganz kurz mal vorstellen. Ich habe ja unseren Geschichtskoffer mitgebracht. Und wenn ich den jetzt mal öffne, dann seht ihr darin einen alten Stadtplan von der Stadt Münster, einen alten Helm aus der Zeit des Kaiserreichs, alte Bücher, Geldscheine und viele alte Dinge. Und was machen wir damit im Geschichtsunterricht? Die erforschen wir. Wir wollen wissen, wie die Menschen früher gelebt haben, was sie gemacht haben, was sie gedacht haben. Und das wollen wir erforschen, indem wir dazu verschiedene Quellen auswerten und das selber erkunden. Das passiert im Fach Geschichte. Der Unterricht beginnt in der Klasse 6 und wird dann in allen Jahrgangsstufen weitergeführt. Es gibt noch andere Fächer, die sind so ein bisschen ähnlich wie Geschichte, die gehören auch zu den Gesellschaftswissenschaften. Und zwar sind das die Fächer Erdkunde und Politik. In Politik erfahrt ihr etwas zum Beispiel über die Demokratie, wie man mitbestimmt, wie man die Schule mitgestaltet oder auch unser Leben in der Stadt oder in unserem Land. Und in Erdkunde, da geht es um die Welt, um Europa, um Deutschland, die Frage, wie Menschen gesiedelt haben und siedeln, wie sie wohnen und dergleichen mehr. Das alles erfahrt ihr in den Gesellschaftswissenschaften. Hallo, mein Name ist Nicola Tannery und ich bin die Ansprechpartnerin für die Fremdsprachen und die bilingualen Unterrichtsangebote am Annette. Wir haben zwei sprachliche Profilklassen, die ich euch sehr empfehle. Die englisch-bilinguale Klasse, bei der ihr später Geschichte und Biologie in der Fremdsprache lernt. Die zweite Klasse ist unsere Spanischklasse. Da fangt ihr einfach direkt in der fünften Klasse an mit der zweiten Fremdsprache Spanisch. Die Spanischklasse bereitet euch optimal auf unsere Austausche, zum Beispiel mit Spanien und Argentinien, vor. Ich selber reise sehr gerne und finde es wichtig, mit Menschen auf der ganzen Welt sprechen zu können. Deswegen finde ich es super, dass ihr am Annette alle zwei Jahre eine neue Sprache lernen könnt, auch wenn ihr euch für eine der drei Regelklassen entscheidet,
nämlich Spanisch, Französisch und Latein. Und in der Oberstufe sogar Chinesisch. Hola, somos la clase de español. En nuestra escuela puedes elegir español en la clase 5. Salut beaucoup. Nous apprenons le français à notre école et on plaît beaucoup. C'est trop cool. Hello, we are in class 6B. That's the English class at our school. 不仅能学习写汉字, 还能学到很多中国文化和风俗. Linguam latinam etiam multas memorabilis, res de vita mortibusque, populi romani discas. Wenn wir Chemiker mal einen Ballon machen und den kaputt machen, ne? Pass mal auf, Sportsfreunde. Ta-ta-ta-ta! Alles wieder gut? Oh. Ihr seht, Chemie ist ein echter Knaller. Wir sehen uns, Amanette.